Es gibt jetzt gleich eine kleine Überraschung. Normalerweise, die Älteren unter uns werden sich erinnern, folgt jetzt traditionell die Zusammenführung der verschiedenen Workshops, dass nochmal kurz vorgestellt wird, was heute Nachmittag in den verschiedenen Slots passiert ist für diejenigen, die nicht dran teilnehmen können. Überraschung, das verschieben wir auf morgen, weil wir noch einen Spezialpunkt uns ausgedacht haben. Also wir reden ja viel über Formate auch und wir waren mal formatkreativ heute Nachmittag und werden das jetzt also mal einfach live und erstmalig in der Welt ausprobieren. Vorher obliegt es mir aber noch ein paar Programmpunkte für morgen zu erzählen. Wenn ihr das Google Docs öffnet, bekommt ihr dort auch schon die aktualisierte Übersicht. Wir starten morgen um 10 Uhr, wie bisher auch geplant. 10:15 Uhr dann meine kleine Keynote zum Thema Ultraschall und Reaper und die Entwicklungen dort. Um 11:15 Uhr geht es weiter mit Podseed, Vorstellung, Fragen, Anregungen. Dann haben wir um 11:45 Uhr eine kurze Pause von 15 Minuten. Dann geht es wie weiter? Das steht jetzt noch nicht drin. Ist das noch nicht drin getippt? Podigee um 12 Uhr, falls es noch nicht für, du wusstest das glaube ich noch nicht, aber es ist jetzt um 12 und um 12:15 Uhr Studio Link nochmal. So, und dann um 12:30 Uhr holen wir nach die Berichte aus unserer Samstagssession heute, um dann um 13 Uhr wieder ganz normal reinzugleiten in die bisherige Planung, wo wir dann das Barcamp für den morgigen Nachmittag testen. 13:30 Uhr Mittagspause, Mittagsbuffet und dann 14:30 Uhr dann nochmal genauso viele Slots, wie wir hier haben und dann 18:30 Uhr die gemeinsame Abschlussrunde. Soweit also die Planung und jetzt werden wir mal schauen, was Claudia hier für uns vorbereitet hat. Hört man, ja, man hört mich sehr laut sogar. Ja, wir haben, wie gesagt, heute Mittag etwas kreativ gearbeitet, weil Tim ja gerne ein Konzept für heute Abend noch haben wollte, wie wir diese schönen vier Stühle hier bespielen können. Wir haben daraus uns was ausgedacht. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Wir nennen es 5 hoch 3. Ihr könnt das auch gerne als Hashtag benutzen. Und wir nennen das 5 hoch 3, weil wir hier fünf Menschen haben. Ihr zählt vier, ich kläre das gleich auf. Wir haben fünf Fragen, die wir denen stellen oder beziehungsweise Themen, die wir ihnen vorgeben. Und sie haben 5 Minuten Zeit, um die zu beantworten. Wobei nicht jeder 5 Minuten Zeit hat, sondern die müssen sich aufteilen. Es kann auch sein, dass das alles ganz anders läuft. Das schauen wir jetzt mal. Und ihr zählt hier, wie gesagt, vier Leute. Der fünfte Stuhl ist noch frei. Das ist der heiße Stuhl, deswegen ist er auch rot. Ihr könnt euch. Jetzt kommt der Clou. Wir möchten zu jedem dieser fünf Themen jemanden haben, der mitdiskutiert. Und zwar zu jedem Thema jemand anderen. Wir probieren jetzt erstmal, ob das funktioniert, wenn ihr noch gar nicht wisst, was das Thema ist. Und fangen einfach mal mit dem ersten an. Und ich würde einfach mal in die Runde fragen, wer sich so ins Blaue hinein oder ins Rote hinein wagt auf den Stuhl und einfach mal sich einem brandheißen, aktuellen Thema, das die Podcast-Szene bewegt, widmen möchte. Bitteschön. Wunderbar. Ein Applaus für den mutigen Herrn. Herr Tönjes, wenn ich richtig erinnere. Ja, Johannes Tönes, genau. Genau, so. Ich habe die Badge vergessen, ja. Wenn Ja, das jetzt ein schief geht, ist Drama. das wenigstens meine Schuld. Schön macht ihr das. So, und ich gebe euch euer erstes Thema. Und zu dem Thema gibt es auch gleich noch so quasi die zwei Randpole, zwischen denen ihr euch verorten könnt und um zu wissen, wie man das ein bisschen einordnet. Ich habe schon gesagt, das brandheiße Thema der Podcast-Szene, die Nische. Und zwar dürft ihr jetzt darüber diskutieren, ob Podcasts denn ein Nischenmedium sind und das auch gut so ist, weil sie damit Themen behandeln, die vielleicht woanders nicht behandelt werden, oder ob Podcasts denn unbedingt viel mehr Relevanz haben müssten. Also Nische ist ja eigentlich die Relevanzdebatte der Podcasts und eigentlich mehr, viel mehr Reichweite haben müssten, als sie es haben. Und ich gebe das Wort jetzt erstmal hier an unsere beiden Damen. Kada hat das Mikrofon in der Hand. Ich würde es erstmal
Okay, ich fange ganz provokant an und sage, manche Podcasts sind super gut in der Nische und manche hätte ich gerne im Mainstream. Und das hängt ganz klar von dem Podcast ab und ich glaube, das geht dem Podcast selber auch so, dass sie vielleicht gerne in der Nische sind und sich im Mainstream total unwohl fühlen würden. Und andererseits gibt es dann wieder welche, wo man denkt, warum werden die nicht total weit getragen und mit Geld auch noch beworfen, so wie Tim Pritlove? Oh, Applaus. Ja, genau. Gute Frage. Ich glaube, dass Nische auch viel mit Freiheit zu tun hat. Also unter dem Radar kann man, glaube ich, ganz gut fliegen und viel ausprobieren. Und davon würde ich mir mehr wünschen. Also nutzt die Nische und das Schattendasein, sage ich mal so, wovon eigentlich? Also gibt es irgendwie was mehr zieht im Netz? Ja, Radio, okay. Keine Radio- und Podcast-Vergleiche mehr, bitte. Aber diese Freiheit sollte stärker genutzt werden. Es gibt Studien, ich bin ja auch als Forscherin hier, die zeigen, dass Podcasts zum Beispiel politische Teilhabe befördern können, gerade von gesellschaftlichen Minderheiten. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass ihr vielleicht die Podcaster, die schon was machen, da auch Leute anregt und einladet, selber was zu machen. Müssen wir uns eigentlich immer ausreden lassen oder dürfen wir uns auch unterbrechen? Ne, ich habe euch die Mikros extra so zugeteilt und euch so gesetzt in der Hoffnung, dass ihr euch die aus der Hand reißt. Aber das könnt ihr euch überlegen. Aber wenn du nett bist, lässt du erst ausreden. Habe ich schon so viel gesagt, dass du mich unterbrechen musst? Du kannst natürlich, also ich meine, wir experimentieren hier. Ja, du kannst auch ausstehen und laut Nein schreien. Also es bleibt dir überlassen. Jetzt musst du reagieren, du hast angefangen. Dann rede ich weiter, wir sind ja kurz angebunden hier. Ich persönlich bin mit diesem Begriff Nische eigentlich ausgesprochen unglücklich. Auf der einen Seite kann ich verstehen, das Ganze bezieht sich darauf, es gibt Exotenthemen und ich lasse mir ganz viel Zeit und produziere für eine kleine Zielgruppe. Auf der anderen Seite kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, dass es irgendein Thema da draußen geben soll, was, wenn es vernünftig in einem Podcast aufbereitet ist, nicht mindestens bundesweit 10.000 Hörerinnen und Hörer finden sollte. Wir haben viel zu viele Podcasts, die eigentlich qualitativ hochwertig sind, die 250 Hörerinnen haben. Das mögen die richtigen Hörer sein, aber es gibt da draußen einfach noch sehr, sehr viel mehr. Und es gibt ganz, ganz viele Zielgruppen, die wir noch überhaupt nicht adressieren. Beispielsweise unsere Eltern. Die haben Zeit, denen ist die moderne Medienwelt sowieso viel zu hektisch. Die würden sich dieses so, ich setze mich mal 2 Stunden hin und höre mal Leuten bei einem gepflegten Gespräch zu. Das wäre eine Top-Zielgruppe. Wenn es nach mir ginge und ich irgendwo 1 Million Euro rein investieren würde, ich würde sie da rein investieren. Wie kriegen wir unsere Eltern, die Generation zwischen 50 bis 80, zu Podcast-Fans mutiert? Also meine Tim muss noch überlegen, deswegen Johannes. 10.000 ist auch nicht. Meine Podcasts werden übrigens von meinen Eltern gehört. Mein Beileid. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Begriff Nische eigentlich in 2 Arten gemeint worden ist. Nämlich einmal die Nische, dass uns nur sehr wenige hören. Und das andere ist die thematische Nische, dass ich also ein sehr spezielles Thema, was per se nur sehr wenige Leute interessiert mache. Und ich denke, die thematischen Nischen sollten wir uns erhalten, weil das ist die Freiheit, uns die Themen auszuwählen. Aber wir sollten ganz bestimmt mehr in den Mainstream gehen, was die Anzahl der Hörer angeht. Also wenn ich ein Mainstream-Thema habe, dann möchte ich natürlich, dass es sehr, sehr viele Leute hören und nicht nur meine beiden Eltern. Während wenn ich nur ein sehr kleines Thema habe, dann möchte ich natürlich, dass das alle die hören, die halt sich für diese Nische interessieren. Trennt euch von dieser Magie der Quantität, ja, also dieses viel ist einfach nicht gut, so, irgendwas wird nicht dadurch besser, dass das 100.000 Leute hören, das bringt irgendwie gar nichts. Guckt dir Sachen an, die irgendwie mehr als 100.000 Leute machen, das ist meistens total belangloser Quatsch und die Qualität liegt immer sehr viel mehr da drin, mit wem man eigentlich adressiert, wie man es adressiert und Mainstream ist nichts Erstrebenswertes, Mainstream ist einfach nur der kleinste gemeinsame Nenner, das Weglassen von allen wichtigen Details und Mainstream ist einfach evil. Und das ist halt irgendwie das, was mir nicht gefällt an dieser ganzen Nischendebatte, dass das Wort Nische als etwas genommen wird, was irgendwie schlecht, kümmerlich, uninteressant, irrelevant etc. gedeutet wird. Das Gegenteil ist richtig. Nische ist halt der Ort, wo es interessant ist. Ja? Wo willst du denn hin auf der Party? Willst du in die Nische da, wo es kuschelig und gemütlich ist, irgendwie mit deiner Peer Group?
Da macht's Spaß. Ich finde es das interessant, dass das ausgerechnet derjenige sagt, der als einer von 2, 3 Podcastern in Deutschland auch davon leben kann, weil du hast halt keine Probleme, ja? Das ist halt eine extrem privilegierte Position, aus der heraus du gerade deine Aussagen hier triffst. Deine Nische ist sehr groß sozusagen. Ich habe auch mal klein angefangen, ja? Ist ja nicht so, dass ich irgendwie mit irgendwie einer Million Leute gestartet wäre, ja? Das muss man sich irgendwie auch erarbeiten. Genau, erst mal vernünftig mal lochen. Ich glaube einfach nur, dass ich habe das ja vorhin klar zu machen. Ich würde wirklich klar trennen zwischen Mainstream auf der einen Seite, also sowas wie irgendwie, ja, Wetten, das irgendwie gefühlt, das, worüber alle reden, das ist für mich Mainstream oder Bildzeitung, da will ich natürlich nicht hin. Aber ich wiederhole nochmal, ich glaube, wenn wir Nische sagen, das sind immer nur ein paar hundert oder ein paar tausend, da tun wir den Nischen Unrecht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht zu jedem beliebigen Nerd, gesellschaftlichen Thema, wissenschaftlichen Thema nicht wirklich mehrere 10.000 Leute gibt, die sich in dieser Nische wohlfühlen würden, wenn sie nur wüssten, was da überhaupt los ist in dieser Nische. Ich glaube einfach gar nicht, dass es kleine Nischen gibt. Man muss die Nische vergrößern und nicht irgendwie den Mainstream opfern. Ja? Sieg der Nische. Die 5 Minuten schon rum? Ja, du wolltest jetzt nur das Abschlusswort sagen, aber ich wollte Johannes noch die Gelegenheit geben, das Schlusswort für dieses Thema zu sprechen. Das war eigentlich ein gutes Schlusswort, ja. Wir müssen die Nischen größer machen. Ich stimme sogar zu, wir sollten wahrscheinlich nicht im echten Mainstream ankommen, aber in den Nischen, die wir so besetzen, ist verdammt viel Platz. Okay, Johannes, danke schön. Wir gehen damit zum zweiten Thema. Applaus! Und das hat mir jetzt die Gelegenheit gegeben, ihr kennt es so ein bisschen, das Format in die Richtung, die wir wollen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wer für das zweite Thema herhalten möchte. Aber an der Stelle möchten wir auch nochmal sagen, wer hier auf der Bühne sitzt. Das ist nämlich Kada, du hast die doch gar keine Probleme, Rönicke. Nele, wir wollen die Freiheit, Heise. Ralf, wir tun der Nische Unrecht, Stockmann. Und Tim, Mainstream ist evil, Pritlove. So. Und damit zum zweiten, wer meldet sich alles? Gott, nur einer, also dann bitte. Die Quote. Sehr schön. Wir Quote, knüpfen, ja, deswegen habe ich mich zu Anfang nicht hier hingesetzt. So, kam doch ein Kerl. Wir knüpfen auch gleich an und gehen mit Geld weiter. Ja, will ich. Also im Sinne von, Podcaster machen das ja auch alles freiwillig und in ihrer Freizeit. Und das ist auch gut so, dass das Freizeitprojekte sind auf der einen Seite. Und eigentlich ist das qualitativ hochwertige Arbeit, die wir leisten. Wir wollen bezahlt werden und wir wollen vielleicht auch davon leben können. So, ich gebe das Wort diesmal an Nele. Geld macht korrumpierbar. Das war ein Kuss. Korrumpierbar ist man auch ohne Geld. Du vielleicht. Ja, in größeren Mengen vielleicht, aber wenn ich einen Podcast mache und mir dafür ganz viel Arbeit mache und Serverkosten habe und Auphonic bezahle und ich weiß nicht, was alles noch tue, hätte ich gern ein bisschen was zurück. Für Geld muss man arbeiten. Für Zuhörer auch. Ja, es korrumpierbar macht Wertschätzung. Also ob du das in Geld ausdrückst oder in Zuhörerinnen und Zuhörer. Beides kann dazu führen, dass man beliebig wird und im Mainstream landet oder auch nicht. Also ich glaube, es hilft beim Thema Geld 2 verschiedene Dimensionen auseinanderzuhalten. Zum einen, dass ich investiere irgendwie Zeit, ich brauche Equipment, ich brauche einen Server und ich fände es irgendwie ganz nett, wenn das so einigermaßen refinanziert ist. Das ist die eine Gruppe. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ schnell einig, dass das total legitim ist. Dann gibt es die andere Gruppe, die genauso legitim ist. Die sagen, ich glaube, das kann ich ganz gut, was ich hier mache und irgendwie finde ich auch meine Zielgruppe. Ich würde jetzt ganz gerne davon leben und versuche irgendwie schon einigermaßen einen Geldstrom reinzubekommen. Und bei dieser zweiten Gruppe, und ich weiß, dass meine Position, ich sag's gleich im Voraus, als hier Staatsbeamter extremst überprivilegiert ist, trotzdem habe ich immer bei dieser zweiten Gruppe verdächtig häufig den Eindruck, dass die irgendwann dadurch ganz schön unentspannt werden. Ja? Das heißt also, die müssen dann dermaßen treten und dermaßen schwimmen und hier nochmal klicken und dort nochmal irgendwie das kaufen und hier das Buch und dort. Das ist alles total legitim, das können die alles machen. Aber was ich immer denke, ist, dass dadurch ein bisschen so der freie Geist und das Entspannte, was für mich immer Podcast auch mit auszeichnet, dass das ein bisschen verloren geht, wenn man wenn man das einfach zu seinem Lebensmodell macht. Und ich kann das auch nicht auflösen, ich nehme es nur wahr.
Also ich habe halt ein bisschen Bedenken, vielleicht um meine zwei Sätze von vorne noch ein bisschen zu erweitern und in mehreren Sätzen zu sprechen. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass die Leute, die damit Geld verdienen wollen und es auch von mir aus dürfen, und es gibt ja dann auch immer Leute, die Geld bezahlen und alles ist in Ordnung und so sind wir halt im Kapitalismus, alles ist schön, dass dadurch bestimmte Standards entstehen, die einen gewissen Druck auf die Szene insgesamt ausüben. So die Erwartung, dass immer Hoch-Audio-Tech eine Rolle spielt, was ja auch teuer ist. Also wenn du irgendwie eine bestimmte Qualität erreichen willst oder so, kann das schon ins Geld gehen. Also Geld ist nicht nur eine Einkommensfrage, sondern auch eine Ausgebensfrage und so weiter. Also ich habe halt ein bisschen Bedenken, dass bestimmte Standards, werden sie einmal gesetzt, dass sie sich irgendwie fortschreiben könnten. Und es sollte möglich sein, Podcasts auch toll zu finden, auch wenn sie ganz... Oh. Ja, was ist denn jetzt hier los? Übrigens haben wir diese Standards ja schon längst und es gibt ja schon die Leute, die die Messlatte relativ hochgelegt haben, die dann auch meckern und andere runterputzen, wenn die Audiotechnik nicht gut genug ist und das irgendwie schlecht klingt. Habe ich gehört und gucke auch niemand Bestimmtes an. Und ich kann das auch gut verstehen. Und ich finde, also ich habe früher mal Mathe-Nachhilfe gegeben und habe es meiner besten Freundin Mathe-Nachhilfe gegeben. Und ihre Mutter hat darauf bestanden, mich dafür zu bezahlen, weil sie meinte, sonst labert ihr die ganze Zeit nur und macht das nicht ordentlich. Und ich glaube, da ist auch was dran. Ich glaube halt auch, wenn man, es gibt halt zwei verschiedene Sorten von Podcasts und die einen sind eben die Laber-Podcasts, die das einfach zum Spaß machen, weil sie Bock drauf haben, weil es lustig ist. Und die haben eine ganz andere Zielgruppe auch nochmal als die, die sagen, ich möchte halt wirklich was beitragen hier. Ich habe einen guten Content, ich möchte das gut audioqualitativ aufnehmen und da ist, glaube ich, dann auch Geld zurückzugeben, einfach nur fair. Ja. Es hat noch eine andere Komponente und zwar die Komponente der Selbstausbeutung. Also wenn es dahin geht, dass Leute sagen, ja, ich habe das nicht unbedingt nötig, ich könnte es mir zwar vorstellen, aber ich finde das jetzt nicht so gut, deswegen Geld zu machen und ich mache halt irgendwie meinen extrem engagierten Super-Podcast die ganze Zeit ohne Geld, dann ist es möglicherweise ein schlechteres Argument für diejenigen, die das tatsächlich brauchen und trotzdem gerne tun und mit Herzblut tun. Ähnlich wie wenn man irgendwie regelmäßig mehr als 20 Stunden in der Woche Überstunden schiebt, weil das irgendwie von einem erwartet wird und man denkt, man erwartet das und leiden halt Arbeitsplätze drunter, die an anderer Stelle gebraucht werden. Also man sollte schon darauf achten, dass man seinen eigenen Anspruch verwirklicht und nicht, ich glaube, Geld ist gar nicht so das Thema. Außer sollten, bei Auphonic oder Podlove. Wir sollten bei Podlove Geld, ach so. Naja, wir sollten nicht vergessen, dass es sich bei der Podcasting-Szene ja um die kulturelle Avantgarde des 21. Jahrhunderts handelt und dass wir hier auf dem besten Weg sind, dann auch mal ein paar neue Standards zu setzen und das kann sich unter anderem auch in Geld ausdrücken. Ja, wir implementieren jetzt hier einfach mal die Idee des Grundeinkommens und der freien kulturellen Arbeit als Rückgabe an die Gesellschaft, weil viele Leute, die sich hier inhaltlich beschäftigen, beschäftigen sich ja nicht nur aus Hobby damit, sondern viele haben ja auch einfach mal einen inhaltlichen Auftrag und dafür überhaupt über Spenden finanziert zu werden, das ist ja nicht normal, aber das findet hier in zunehmendem Maße statt und wir sind bei dieser ganzen Geschichte eher am Anfang. Ja, das ist etwas, was langsam beginnt. Wir haben es hier mit einer extrem großen Unterstützergruppe zu tun, die bereit ist, über Kleinstbeträge, andere Modelle, Dinge anzufinanzieren, Crowdfunding, all diese ganzen Elemente, die wir in den letzten Jahren im Wachstum begriffen sind, lassen sich mehr oder weniger hier auch wunderbar applizieren, weil hier einfach die Verbindung zwischen Sendern und Empfängern eben sehr direkt, sehr kurz, sehr unmittelbar ist und das ist auf jeden Fall eine Chance. Also Geld ist hier einfach nur das Flussmittel, um einfach einen Übergang zu schaffen. Ich glaube auch, was helfen könnte, gerade wenn man wirklich Kosten hat, die einfach da sind, die mal transparent zu machen und auch mal zu zeigen, hier Leute, wir können jetzt hier nicht so ewig so weitermachen, gerade wenn du über Selbstausbeutung sprichst, aber dass man da tatsächlich stärker anfängt, auch nochmal zu zeigen, ja, das sind halt die fucking realen Kosten von diesem fucking lustigen Podcast, den ich ständig mache und ihr hört ihn total gerne, aber können wir einen Weg finden, wie wir das gemeinsam am Leben erhalten und darum geht es ja, also es müssen nicht immer die großen Summen sein, klar, aber vielleicht da auch nochmal für sich selber zu schauen, wie viel kostet mich dann das eigentlich am Ende. Ja, aber du hast ja den Kapitalismus angesprochen, also Geld ist in dieser Gesellschaft auch eine Form der Wertschätzung und es ist
durchaus legitim und erlaubt, als Podcaster darum zu werben, dass man Geld bekommt. Und das war jetzt hier gerade die Frage, du hast gesagt, Geld korrumpiert. Ich glaube, das ist halt nicht zwangsläufig. Korruption findet schon viel, viel früher statt, bevor irgendwie der Geldkoffer rübergereicht wird. Auf Schnittchenveranstaltungen oder mit Aufmerksamkeit, mit Rampenlicht. Wenn jemand korrumpierbar ist, dann ist er das auch ohne Geld. Es ist durchaus legitim, auch Geld einzufordern, ob das jetzt für Projekte sind, die der ganzen Community zugutekommen oder für Dinge, die man einfach selbst für wertvoll hält und in die Nische stellt. So, damit kommen wir mit diesem schönen Podcast, da haben eigentlich Geld verdient, von Martin Delius zu einem Ende dieses Themas. Dankeschön. Und gehen zum dritten weiter. Ihr könnt euch jetzt wieder überlegen, wer sich dafür bereit erklärt. Und ich erzähle euch an der Stelle noch, dass ihr Geld einwerfen könnt. Und zwar da hinten in dieses große Glas, in diese große Vase, die da steht, die da gerade hochgehalten wird. Dafür bekommt ihr, wenn ihr 1 Euro reinwerft, ein Bier aus dem Kühlschrank. Es hilft für dieses Format, wenn ihr das jetzt schon mal tut auch. So. Wer also möchte zum dritten Thema hier nach vorne kommen? Da haben wir jemanden. Sehr schön. Ich kann eure Namen leider noch nicht komplett auswendig, aber du bist, glaube ich, Luis, richtig? Dann kann ich es doch schon fast. Hallo Luis, willkommen auf der Bühne zum Thema Technik. Und zwar haben wir hier die beiden Pole. Eigentlich hat Podcasting eine sehr niedrige Einstiegsschwelle. Man kann mit einfachen Mitteln schon einen Podcast produzieren und so vom, was wir eben schon hatten, vom reinen Empfänger auch zum Sender werden. Versus, ihr habt doch alle eine Klatsche, ihr entwickelt das immer alles voll weiter und macht eigentlich immer nur noch alles komplizierter. Und die Standards sind mittlerweile so hoch, dass eigentlich sowieso keiner mehr Bock hat, mit Podcasten anzufangen. Bitte, nein, eigentlich darfst du gar nicht anfangen, sondern Luis, Entschuldigung. Ja, also meine Meinung zu dem Thema ist, ich habe selber vor 1 Jahr angefangen und ich finde Podcasts ist ein sehr günstiges Hobby. Wenn ich das mit anderen Hobbys vergleiche, man kauft sich ein Go-Mic und legt los. Und Server kostet nicht viel, zumindest in unserem Fall, und das ist nicht viel Geld. Wenn man vergleicht, man steckt sehr viel Zeit rein und wenn ich die Zeit in was anderes investieren würde, würde ich viel mehr Geld ausgeben, zumindest für mich gesprochen. Kann uns jemand auch Bier auf die Bühne bringen vielleicht? Ja, Bier auf die Brüne, juhu. Bitte. Ich muss gestehen, mich nervt diese Debatte total an. Mit der Technik, oh mein Gott, ihr redet den ganzen Tag nur über die Technik, wo sind denn die Inhalte? Ja, dann macht doch eure Scheißinhalte. Ja? Aber lasst doch die Leute, die gerne über Technik reden wollen, auch über Technik reden. Ich habe in irgendeinem Blog vor ein paar Wochen gelesen, wo jemand geschrieben hat, für ihn ist Podcasting zur einen Hälfte Kommunikation und irgendwie Content bereiten und zum anderen Hälfte Hobbybeschäftigung mit Technik. Das heißt also, der liebt auch einfach diesen technischen Aspekt. Das will ich dem doch nicht wegnehmen. Ja? Also wir leben in einer freien Welt. Man kann hingehen, Hindenburg nehmen, aufs Knöpfchen drücken oder in sein iPhone reindrücken, zu Podlove oder auf Phonik publizieren und fertig ist der Lack. Oder man kann sich halt hinsetzen und stundenlang an den Folgen feinfeilen. Dieses Argument, dass irgendwo ein Standard gesetzt wird, unter dem alle anderen scheußlich leiden, das sehe ich da draußen überhaupt nicht. Wenn wir jetzt also mal korrelieren würden, Erfolg eines Podcasts korreliert zu Metadatenqualität und korreliert zu Soundqualität, dann würde da mit Sicherheit keine Korrelation, die irgendwie aussagekräftig rauskommen. Letztendlich entscheiden immer noch die Hörerinnen und Hörer und die gehen nicht nach technischer Qualität, aber lasst den Leuten doch ihr Hobby. Ja, letztendlich ist es für mich eine reine Nutzwertanalyse, die ich da mache. Ich überlege halt, okay, ich habe Bock, einen Podcast zu machen. Ich habe Bock, dass der nicht so scheiße klingt, wie vielleicht andere Podcasts manchmal klingen. Und was ist sozusagen der geringstmögliche Aufwand, den ich betreiben muss, um das hinzubekommen? Und dann betreibe ich den halt. Und das ist, finde ich, alles in so einem Rahmen, dass ich Technikgejammer im Großen und Ganzen auch nicht nachvollziehen kann. Ich bringe jetzt mal Albert Einstein hier ins Spiel. Der hat so schön gesagt, auf seiner Eröffnungsrede zur IFA vor Anno Dunnemals, denket auch daran, dass es die Techniker sind, die wahre Freiheit erst möglich machen. Und das ist mal sehr wahr. Und das ist jetzt mal ein ganz anderer Appell, nämlich an die Techniker.
dass sie nämlich auch eine Verpflichtung haben, hier weiter voranzuschreiten. All diese ganzen Kulturtechniken, mit denen wir hier arbeiten, insbesondere das Podcasting, aber eigentlich auch so ziemlich alles andere im Internet, ist eben dadurch entstanden, dass wir Techniken entworfen haben und einfacher gemacht haben. Und da ist einfach noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Und dass Technik hier auch eine Hürde darstellt für manche, ist einfach mal absolut der Fall. Ja, das muss man jetzt auch akzeptieren. Es ist vollkommen unangemessen, dass man sich darüber beschwert, dass Leute nicht bereit sind, da eine technische Hürde zu nehmen. Wenn sie ihnen einfach zu hoch ist, dann ist ihnen die Hürde zu hoch. Und man hat dann eben nicht auf die Leute, die sich beklagen, zu zeigen, sondern man hat das gefälligst zu ändern. Also ich appelliere hier an dieser Stelle auch sozusagen an die Technikergemeinde, weitere Anstrengungen vorzunehmen, weil da ist einfach noch eine Menge Hub. So. Also ich kann nur sagen, aus meiner Beobachtung, weil du sagst, ändern und selbst in die Hand nehmen. Und das ist faszinierend, was ihr hier macht. Also was ihr mit Podlove macht, was ihr mit Studio Link macht oder was auch immer. Also wenn ich international unterwegs bin auf irgendwelchen Tagungen, die Leute gucken mit riesengroßen Augen, what are the Germans doing there? Die sind total überrascht, was die Szene hier auf die Beine bringt und was ihr gemeinsam miteinander entwickelt. Und das ist eben natürlich auch die eine emanzipatorische Kraft zu sagen, wir entwickeln hier unsere eigenen Tools und setzen unsere eigenen Regeln damit. Und deswegen finde ich diesen Aspekt der Technik ganz gut, dass vielleicht einige Sachen vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht sind oder vielleicht nicht vom untalentiertesten User gedacht sind oder so. Ja, vielleicht gibt es dann Leute, die sich in eine Vermittlerposition werfen und Dinge erklären. Ja, das ist ja auch vielleicht eine Aufgabe, die genau das passiert hier. Das sollte vielleicht aber auch öfter mal passieren vor Ort. Gründet doch euren kleinen eigenen Podcast Hobbykeller, wo ihr alle 2 Monate mal einladet. Ihr trinkt ein Bier miteinander und zeigt euch gegenseitig eure tollen technischen Geräte und helft euch beim Setup von Dingen. Also sagen wir mal, das Technische beim Podcasten kann ja etwas Verbindendes sein. Und ich finde, diese Podlove-Initiative oder auch alles, was da drum schwebt, alles, was an Programmierleistung und so weiter da entsteht, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und zeigt mir mal ein Massenmedium, wo das so wäre. Ihr steht natürlich auch an dem Punkt, ihr seid nicht diejenigen, die mit einem fitten Studio ausgestattet sind. Ihr müsst euch die Infrastrukturen selber schaffen. Und es ist erstaunlich, dass es irgendwie gut funktioniert. Und da spielt auch wieder Geld eine Rolle, wo wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Ich würde das jetzt gerne nochmal an Louis geben, der ja auch gesagt hat, dass er ja gerade angefangen hat oder vor einem Jahr angefangen hat mit Podcasten. Hat dich diese ganze technische Entwicklung eher abgeschreckt oder hat die dich eher dazu animiert, doch jetzt noch ins Podcasting einzusteigen? Also für mich war die Technik der Grund, damit anzufangen, weil ich wollte es lernen, also ich wollte die Technik lernen zu beherrschen, weil ich finde, man kann sehr viel über das Podcasten lernen. Also einfach, indem man sich Mikrofone kauft, wie man dann alles schneidet, weil ich denke mal, egal was man macht im Leben, das Wissen ist sehr gut einsetzbar, also außerhalb des Podcastens. Und nochmal vielen Dank für den Lautsprecher-Podcast, weil der hat bei uns die Einstiegshürde genommen, weil den haben wir uns angehört und dann darüber Podlove und alles gelernt zu bedienen. Ja. Louis, dann sag doch noch kurz, was ihr inhaltlich als Podcast produziert. Das würde mich jetzt nur so zum Abschluss interessieren. Nein, also ich betreibe zusammen mit einem Kumpel einen Podcast über den Ersten Weltkrieg. Das hatte ich, genau. Das ist ein ausgesprochen technischer Podcast. Da muss man schon sehr aufpassen, dass man mit dem Verständnis hinterherkommt. Ich danke dir sehr herzlich. Wie heißt der Podcast? Vor100.de. Bitte? Vor100.de, ausgeschrieben. Ah. Ist da an der Wand da noch mit dran? Vor 100. Ja, aber der gehört nicht dazu. Also. Super. Ich danke dir sehr herzlich an dieser Stelle und verabschiede mich von dir quasi, das Bier darfst du mitnehmen. Wir kommen damit zum vierten Thema. Ich hätte einen Wunschkandidaten dafür, aber ich gucke mal vorher, ob er sich selber meldet. Er weiß es aber nicht. Also, guck mal, der Tobi meldet sich sogar selber, als ob er es gewusst hätte. Ja, schon. Genau, hier wird schon geschnarcht. Also, Tobi Bayer, dankeschön. Und zwar wollte ich dich so gerne dabei haben, weil du aus Hamburg kommst und unser Thema jetzt die Big Berlin Bubble ist. So, und an dieser Stelle würde ich dann doch mal ganz gerne darüber diskutiert haben, ob denn jetzt Berlin so böse ist und hier das ganze Podcasting stattfindet versus macht doch alle selbst und macht eure lokalen Teile auf. Und ich gebe an dieser Stelle aber das Wort an Ralf, weil wir einmal durchrotieren. Was ist doch dein eigenes damit, Tim?
Nimm dem Tobi nicht das Mikro weg. Entschuldigung. Ja, ich bin ja doch irgendwie jetzt sehr persönlich betroffen, weil wir ja eigentlich mal diesen Göttinger Podcast-Cluster gegründet hatten, gerade um diesen schnöderigen Berliner. Danke, danke, da sitzt er vollumfänglich. Die sind mittlerweile übrigens auch vollumfänglich nach Berlin gezogen. Also, es war so, also Cornelis hält noch irgendwo in Hannover, das ja auch schöne Ecken hat, noch als letzter da die Flagge hoch. Ich glaube aber, dass das auch wieder so eine typische Pseudo-Meta-Debatte ist, ob es jetzt irgendwo eine Berliner Elite-Denken gibt oder ob jetzt die Münchner irgendwie die Bösen sind oder der Hamburger Cluster, der sich gegründet hat. Letztendlich, glaube ich, hat das durchaus seinen Charme, wenn man irgendwo in einer Stadt sitzt, dass man gewisse lokale Netzwerke knüpft. Ne? Und Nele hat das gerade eben schon gesagt, sowas wie irgendwie regelmäßige Stammtische, wo man sich irgendwie austauscht, Hörertreffen irgendwie zusammenlegt, wenn man den Eindruck hat, okay, bei meinem Podcast kommen vielleicht noch nicht so ganz viele Leute, mache ich den halt mit 3, 4 anderen Podcasts aus meiner Umgebung zusammen. Man tauscht sich ja ein bisschen aus. Ob das jetzt in Berlin oder woanders stattfindet, ist, glaube ich, relativ egal. Gefühlt ist es eben schon so, dass jetzt für so viele Internetdinge Berlin schon so ein bisschen vielleicht so europaweit nicht so die ganz letzte Location ist. Aber ich würde sagen, um jetzt erfolgreich podcasten zu können, muss man nicht zwangsläufig nach Berlin ziehen. Aber es hilft. Tobi, möchtest du? Ihr seid unsere Hauptstadt, wir Bauern. Schön gesagt. Also Berlin ist ja echt ganz schön geil, ne? Das muss man ja mal an der Stelle auch mal ganz konkret sagen. Die Stadt hilft da enorm, weil ich das ja auch so, ich bin ja auch aus dem Westen und ich kenne das so ein bisschen, dass man da auch immer sehr viel über alles nachgrübelt und wenn man irgendwas machen will, dann schauen alle irgendwie so ein bisschen schräg an und kannst du denn das bezahlen und willst nicht wieder lieber was Ordentliches machen und so. Und wenn man hier in Berlin mit irgendeiner schrägen Idee irgendwo auf einer Party aufläuft und sagt, ja hier, ich habe was total Verrücktes, was vollkommen unmöglich klingt, dann sagen alle irgendwie nur, naja, okay, ruf mich an, wenn es soweit ist. Und das ist schon so ein bisschen hier so ein Gefühl, was man schnell mitbekommt. Und alle Leute, die eh so ein bisschen so aus ihren beschränkten Verhältnissen geflüchtet sind, wo laufen die hin? Natürlich nach Berlin. Von daher war das ja keine Überraschung, dass hier der Göttinger Podcast-Cluster auch komplett irgendwie jetzt wholly owned subsidiary ist. Aber vielleicht sollte man sagen, let Berlin be everywhere. Also klar, ich bin ja auch dadurch, dass ich in Berlin bin, überhaupt erst in diesen ganzen Sumpf von Podcastern reingekommen. Du warst ja der Anfang. Also erst Tim und dann, wo war ich denn noch? Keine Ahnung. Also so 1, 2 Podcasts und dann angefixt und so weiter. Und wäre ich nicht in Berlin gewesen, wäre das vielleicht gar nicht so einfach gewesen. Aber was ich jetzt ja auch mache, ist, ich ziehe Leute aus anderen Gegenden der Welt halt voll mit rein. Und fixe die an und die finden es auch großartig, also so spread the virus, ja. Es kann wirklich überall sein, in der tiefsten Provinz, in Osteuropa, egal. Das ist ja das Schöne am Podcasten, also ich gebe irgendwelchen Leuten, sag hier, ist ein USB-Mikro, mach das mal an deinen Laptop dran und sprich mal rein und nimm mal mit irgendwie QuickTime oder was auch immer du da hast auf. Das ist ja wirklich easy und klingt gut und dann hinterher haben wir einen tollen Podcast zusammen gehabt, schön. Also ich wohne ja in Karkenstorf, das ist am Arsch der Heide, wenn sich die Heide gen Russland bückt. Und es spielt einfach keine Rolle, oder? Also Bilder in meinem Kopf. Ich verstehe das Thema gerade irgendwie nicht. Andere Podcaster ziehen übrigens nach Hamburg, wenn man mal Richtung Hoaxilla guckt, die sind halt von... Naja, aus Münster, das ist ja nur eine Vorstufe dann. Du meinst, sie kommen noch nach Berlin, oder naja, was? Naja, irgendwann. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie... Nele, zieh doch erstmal nach Hamburg, Tobi. Da bin ich ja gerade weggezogen. Ja, ganz nüchtern, Podcasting scheint ein urbanes Phänomen zu sein, aber vergesst nicht, dass ihr auch am Arsch der Heide gehört werdet. Und es gibt sogar Podcaster dort. Ich glaube, was ein bisschen das Problem der Wahrnehmung ist, dass natürlich automatisch, keine Ahnung, wenn irgendwelche Netzdebatten oder ja, was ist denn wieder in Berlin los? Oh. Und dass das automatisch irgendwie als was genommen wird, was jetzt für alle super relevant sein sollte oder so. Oder dass man, es gibt dann schon das Bubble-Centrism oder so. Ne? Das sollte man vielleicht nicht ganz vergessen, aber ich wollte nur noch mal sagen, dass natürlich auch Podcast hören oder Podcast machen auch die Anbindung an die große Großstadt ermöglicht. So, ne? Ich glaube auch nicht, dass dieses Zentrum so stark da ist. Also das Frankfurt am Main. Also so. Selbst wenn es da wäre, fände ich es nicht so schlimm, dass es da ist. Und
was du ansprichst, ganz insofern sehr interessant. Ich habe sehr häufig gemerkt, dass es eben sehr viele Hörer gibt, die wirklich so in der Pampa, also gerade junge Menschen, so langsam vor sich hin versauern, weil sie halt irgendwie nur so von grenzdebilen Freundschaften umgeben sind und dann irgendwann nicht mehr so genau wissen, ob die jetzt eigentlich alle blöd sind oder man selbst. Ja. So. Und dann ist es natürlich wichtig, dass dann irgendwie was an dich herangetragen wird, was dein Hirn rettet. Und da sind Podcasts ziemlich effizient. Also ich habe schon sehr oft Leute getroffen, die also wirklich in so sechsstelligen Vorwahlbereichen wohnen und dann irgendwann so bericht, so, oh Gott, ich hätte mich fast vor den Zug geworfen und dann habe ich Podcasts entdeckt. So, ja. Also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle. All die geretteten Seelen. Wir können ja einfach mal eine Quick-Poll im Publikum hier im Plenum machen. Wer von euch sendet denn von außerhalb Berlins? Bitte mal Handzeichen. Und sagen, wer sendet aus Berlin? Das ist also die Minderheit. So, Co-Idee. Also ich mache ja einen Podcast im Internet und nicht in Karkensdorf. Das ist ja mal innovativ. Tobi, erzähl doch mal, wie ist denn das so? Karkensdorf ist überall, wir sollten das Internet einfach in Karkensdorf umbenennen. Gut. Ich habe tatsächlich auch einen Hörer in Karkensdorf, das ist ganz, ganz beachtlich. Habt ihr euch schon getroffen? Das heißt, alle in Karkensdorf hören das. Gut, ich fasse das an der Stelle jetzt mal ein bisschen zusammen, dass ihr schon den Eindruck auch habt, dass Podcasting überall stattfinden kann, weil es ist sowieso im Internet und es können sich auch überall Initiativen bilden. Das war eigentlich das, worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte. Tobi, ihr habt ja auch quasi das Hamburger Podcast-Cluster dann so ein bisschen laufen gehabt. Oder ja, aber das war auch nur so ein Klassentreffen wie hier, also in klein. Das war nur mal beschnuppern, kennenlernen und irgendwie Hallo sagen. Habt ihr in Hamburg das Gefühl, wir sind doof und machen hier zu viel und sollten eigentlich mal schlafen gehen oder so? Nein, ich habe das Gefühl, wir sind alle doof, aber das gehört doch dazu. Also endlich mal. Sonst würden wir das doch nicht machen hier. Okay, danke dir sehr herzlich. Was übrigens noch ein Thema dabei ist, ist der Netzausbau. Ich habe das Glück, dass in Karkensdorf VDSL verfügbar ist und ich habe 5 Mbit Upstream. Damit bist du ehrlich gesagt vielen Regionen in Berlin voraus. Ja, und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, aber ich weiß es gar nicht. Ist hier jemand auch vom Lande, der ein Problem mit dem Upstream hat? Okay, wer ist aus Berlin und hat ein Problem mit dem Upstream? Sie alle aus haben Land. Probleme mit Upstream. So, danke Tobi. Dankeschön. Applaus. So, jetzt eine Dame. Genau, eine Dame. Es dürfen sich jetzt nur Damen melden. Wer sich nicht meldet, wird benannt. So, wir kommen zum letzten Thema. Ne? Wir erinnern uns 5 hoch 3 und wir haben dieses Thema auf besonderen Wunsch von jemandem eingereicht bekommen, sozusagen. Es war Ralf übrigens. Und wer möchte denn von den Damen? Wir sind gemein. Ich benenne wirklich einfach jemanden. Es gibt bestimmt auch ein Bier. Katrin. Cornelis bringt bestimmt gerne nochmal ein Bier. Yay! Yay. Katrin ist nämlich von einem Podcast, einem Wissenschaftspodcast, der hat eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ist insofern interessant, als dass ich hier heute schon flauschige Netzwerke habe sich bilden sehen unter Wissenschaftspodcasts und deswegen passt das eigentlich dann doch ganz gut zum Thema, nämlich Neid. Und zwar die Frage, ob wir denn jetzt in dieser Podcast-Welt alle wirklich so eine flauschige kleine Welt sind, wo sich alle nur lieb haben und sich untereinander wohlgesonnen sind. Oder ob es dann vielleicht doch mal so untereinander durchaus die großen Streits gibt um Hörer, Themen, was auch immer und eben doch mal der Neid regiert. Tim, du fängst an. Ja, ich bin ja immer neidisch, wenn ich irgendwie feststelle, dass irgendjemand einen Podcast besser hinkriegt als ich. Und sehne mich allerdings auch immer regelmäßig nach solchen Momenten. Das ist irgendwie total wichtig, weil sonst schläft man ja ein. Ansonsten kann ich, glaube ich, mit dem Wort nicht so richtig viel anfangen für mich. Bin noch am Grübeln. Das dürfte wiederum mit der privilegierten Situation, für die du hart gearbeitet hast, natürlich zusammenhängen. Also das Thema habe ich reingeworfen und zwar wirklich aus Introspektion, also eigene Anschauung.
Ich glaube, dass wir eigentlich immer schon versucht haben, auch so gut in der Community zu schwimmen. Dabei an, aber nichtsdestotrotz, ich finde, zumindest gab es mal eine Zeit, kann ich mich ganz gut erinnern, vor anderthalb Jahren, wo man sich schon überlegt hat, eigentlich findest du jetzt hier Podcast XY ganz geil, aber wenn du dir jetzt empfiehlst, dann gehen vielleicht deine Hörer zu dem hin, weil die machen ja so ein bisschen was Ähnliches und dann das will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass ich selber noch sehr viel mehr Hörer bekomme. Und ich glaube, dass das ein sehr fieses Gefühl ist, von dem sich aber vielleicht so der ein oder andere nicht komplett frei machen kann. Ich hoffe, ich habe das klar verbalisieren können. Quick-Poll in die Menge. Wer von euch hat schon mal so ein Gefühl gehabt, ich möchte XY vielleicht doch nicht empfehlen, weil sein Podcast zu dicht thematisch an meinem dran ist und meine Hörer abwandern? Bitte mal ehrliche Handzeichen jetzt. Ja, ihr lügt alle. Ja, zu kompliziert gestellt. Egal. Du hast von, okay, also damit mit dem Quick-Poll kommen wir jetzt nicht so wirklich weiter, Ralf. Aber es ist vielleicht schon eine interessante Frage, ob man vielleicht auch das Gefühl hat, dass einem selbst Missgunst entgegenkommt, vielleicht mal aus der Richtung betrachtet. Nee, das tun wir jetzt. Katrin, hey, setz schon ein. Ja, auch immer. Also ich denke, ja, das gibt's. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Nee, danke schön. Das würde ich dann aber versuchen, privat zu klären, erstens. Und jetzt würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Aber nochmal kurz, Saka, also nicht jetzt in die Details gegangen, aber du hast das Gefühl, dass dir aufgrund deiner Podcast-Aktivitäten von anderen Podcastern Missgunst entgegengebracht wird? Davon weiß ich nichts, aber andersrum. Okay. Okay. Schwieriges Thema, aber ich mache einen feministischen Podcast und mir ist aufgefallen, und das finde ich interessant, dass die gesamte feministische Netzszene, die da ja sehr aktiv ist, diesen komplett ignoriert. Und ich vermute das Thema, das fünfte Thema als Ursache dafür. Und das finde ich interessant. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht hat es auch andere Gründe und es gibt irgendwelche, also die netzfeministische Szene ist in sich sowieso total gespalten und alle hassen einander, das kommt auch noch mit dazu, aber vielleicht hassen auch alle einander, weil Neid eine Rolle spielt, das weiß ich nicht. Ist ja auch eine Form der Anerkennung, oder? Ja, denke ich auch immer wieder so, dass es ganz witzig ist dann, wenn so manche Leute ganz angestrengt nicht zuhören und dann so passiv-aggressive Tweets auf Twitter auftauchen, wo man halt merkt, okay, ja. Das finde ich interessant. Und ansonsten versuche ich eigentlich immer genau wegen sowas Themen zu besetzen, bei denen die Gefahr, dass ich auf andere neidisch bin, gering ist, weil ich einfach die Erste bin, die dazu was macht. Nele, du so als objektive Außenbetrachterin der Podcast-Szene, wie nimmst du das denn so wahr? Ja, ich bin ja neidisch, dass ihr alle podcastet und ich nicht. Also das ist mein Neid, mein persönliches Neidgefühl. Nee, mein Eindruck ist schon, also wir haben es ja schon mit einer gewissen Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Also es gibt einfach Podcasts, die unheimlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann gibt's natürlich irgendwie so einen großen Teich, wo alle anderen so mitschwimmen. Und da es kann schon so sein, dass es bestimmte Hierarchien, die es in anderen Kontexten eben auch gibt, sich da durchsetzen und dass dadurch Neid entsteht. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, sowas wie Anerkennung. Das ist so eine mangelnde Anerkennung. Das ist, glaube ich, auch immer eine Ursache für Missgunst. Also man, oder dass man nicht in Interaktion tritt oder dass man den anderen ignoriert, wie du sagst, also dass gar nicht drauf eingegangen wird, nicht mal negativ oder so, mit dem man ja umgehen könnte. Und ich glaube, dass das sollten wir uns immer noch mal wieder ins Bewusstsein reden, dass es gut ist, auch mal anderen zu sagen, ich weiß, dass es dich gibt und ich schaff's nicht immer, dich zu hören oder so, oder ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, wie du das machst. Aber das, glaube ich, eine gewisse Grundstimmung verbessern kann. So richtig einschätzen kann ich das nicht, wie das sich insgesamt gestaltet. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es gibt schon so ein paar kleine Cluster, die sind nicht in Hamburg zu Hause und nicht in Berlin. Also es ist nicht so ein Hamburg-Berlin-Beef oder so, sondern dass es sich an anderen Dingen aufzieht und dass man da einfach ein bisschen mehr aufeinander zugehen sollte. Weil dafür sind wir dann doch irgendwie vielleicht doch zu nah beieinander im großen, weiten Internet. Gerade was im deutschsprachigen Raum angeht. Und ja, also Neid ist einfach immer irgendwie ein blödes, negatives Gefühl. Und das ist doch scheiße, ey. Das wollen wir doch alle nicht. Katrin. Wir wollen alle ein bisschen mehr Regenbogen. Wir können ja streiten, aber Neid ist doof. Vielleicht nur eine bisschen abgeschwächte Variante ist Enttäuschung. Ich denke, eine ganz einfache Verhinderungsstrategie dagegen ist, wenn man zum Beispiel Podcasts, die man erwähnt, auch tatsächlich verlinkt. Das habe ich bei mir gemerkt, dass mich das oft enttäuscht hat, wenn das nicht passiert ist in anderen Folgen.
Ganz interessant finde ich jetzt übrigens den Aspekt, dass ihr alle gar nicht auf das flauschige Gemeinschaftsgefühl eingegangen seid, dass ich euch hier noch reingeworfen habe. Ja, ihr hättet ja jetzt auch loben können, wie schön der Zusammenhalt hier in der Community ist. Vielleicht wollt ihr dazu noch mal was sagen. Nö. den letzten Punkt fand ich gerade sehr, sehr gut. Ja, da bin ich schon im Podcast irgendwie erwähnt. Und warum zum Teufel sind elaborierte Shownotes, sind schon relativ ausführlich, aber gerade die ganzen anderen Podcast-Projekte, die tauchen alle nicht auf. Wieso eigentlich? Eine andere Frage, wo ich fragen würde, wieso eigentlich ist, und jetzt nicht zu schnell auf die Technik schieben, wir sind alle doch irgendwie sehr, sehr zurückhaltend, was die das Publizieren von unseren Hörerzahlen angeht. Weil wir ja. keine und haben. Ja, wir haben keine, natürlich haben wir Statistik. Jeder hier im Raum hat ungefähr eine Größenordnung plus minus 500, wie viele Hörer er so in etwa hat. Kata, du schüttelst den Kopf, wir setzen uns hinterher hin und ich sag's dir, wenn wir irgendwo auf deinen Server draufkommen. Ja, so schwierig ist es nicht. Trotzdem ist das etwas, über das wir ganz ausgesprochen ungern reden und schon gar nicht öffentlich reden. Und eine meiner Thesen wäre, dass so dieser, dass eine gewisse Schere im Kopf schon gleich am Start ist. Naja, wenn ich damit jetzt irgendwie hausieren gehe, dann gibt's vielleicht innerhalb der Szene irgendwie so Hässel, oh mein Gott, guck mal, was der da rumprotzt. Na, ich biete morgen eine Session an zu Spenden von Flatter auswerten. Da kommen auch noch interessante Zahlen zusammen vielleicht. Ja, Flatter ist vielleicht so auch nochmal als letzter Punkt. Flatter ist auch noch so ein Ding, das ist ja sozusagen auch so ein System, wo so das Verteilen irgendwie so mit drin steckt. So. Und man könnte halt fast glauben, dass so der eine dem anderen den Klick nicht gönnt. Aber ich bin da eher anderer Meinung, dass tatsächlich umso mehr das verwenden, umso besser für alle, ja, weil das sozusagen so ein Faktor ist. Und das entdecke ich eigentlich an vielen Stellen dieser ganzen Podcasterei, dass umso mehr man sich da quasi um die gesamte Community bemüht, umso mehr hat man da auch selbst von. Ja, das ist so dieses alte Gleichnis mit irgendwie, jeder hat irgendwie ein Stück Salat, ein Stück Gemüse, aber am Ende ist so die Suppe, die dabei rauskommt, am besten für alle, wenn man das irgendwie zusammenwirft. Ach, jetzt wäre ich philosophisch oder romantisch. Aber ist ja auch mal ganz gut, so zum Schluss. Den haben wir doch bestimmt erreicht, oder? Weil mir fällt jetzt nichts mehr ein zu dem Thema. Echt nicht? Nee. Okay. Ihr wollt wirklich nicht, okay, also dann lobe ich das jetzt. Ich finde das, also ja, ihr habt euren Teil getan, aber ich möchte jetzt noch diesen positiven Aspekt aufgreifen und dann doch mal sagen, dass mich heute auch wieder an diesem Workshop einfach freut, wie viele neue Ideen und Projekte hier untereinander entstehen und wie hier eben Community zusammenkommt und zusammenarbeitet und eben ganz ohne so einen Neidaspekt. Und das finde ich schön und ich finde auch sowas, um wieder auf den Big Berlin Bubble Punkt zu kommen, macht das doch einfach überall. Also macht doch einfach überall in Deutschland oder in der Schweiz oder ich weiß nicht wo so einen Workshop mal, macht Meetups, macht sonst irgendwas und tragt euch zusammen. Je mehr Leute mitarbeiten und mitmachen, desto cooler wird es, glaube ich. So sieht's aus. Dann habt ihr jetzt noch was? Wollt ihr noch euer Bier zu Ende trinken? Wollt ihr aufstehen und anstoßen? Ja, wir wollen jetzt auch alle vor allem Abendessen. Es gibt jetzt wunderbares Abendessen. Ich hoffe, unser Versuch, das beknackte und kranke Panelformat irgendwie mal mit einer neuen Idee zu bewürzen, hat auch nur halbwegs funktioniert. Ansonsten macht weiter, was ihr bisher macht und guten Appetit und wir sind alle noch hier noch lange hier und reden und quatschen. Bis dann.